Die Schweizerische Mobiliarversicherungsgesellschaft ist die erste Schweizer Privatversicherung. Gründungsjahr ist 1826. Der USP der Mobiliarversicherung ist sicher mal die dezentrale Organisation. Das heißt, mit über 80 Generalagenturen sind wir sehr nahe am Markt, das heißt direkt zum Kunden, was auch sehr geschätzt wird. Die Direktionsstandorte sind in Bern, in Nyon und in Zürich. Die Generalagenturen sind in der ganzen Schweiz verteilt und Mitarbeiter beschäftigen wir zurzeit 4.000. Das Besondere an der Mobiliar ist die genossenschaftliche Orientierung. Das heißt, die Kundinnen und Kunden werden am Erfolg beteiligt. Seit den 40er Jahren hat die Mobiliar über 1 Milliarde Franken zurückerstattet. Das persönliche Benefit bei der Erlösung SendShare, das ist natürlich die Transparenz und der strukturierte Prozess. Das ist für uns das Wichtigste, aber einer der Hauptgründe für diese Investition. Weil wir hatten vorher etwas ungeordnete Herstellung von Druckdokumenten, von Kommunikationsmitteln, weil sehr verschiedene Autoren und Redaktoren in der ganzen Unternehmung haben irgendwas erbracht, aber dann nicht koordiniert. SendShare hat natürlich dazu geführt, dass wir nun diese Prozesse schön strukturiert haben. Die Situation in meiner Abteilung, bevor SendShare kam, war katastrophal. Also es waren auch andere Media Asset Management Lösungen hier. Die hatten die Anforderungen von Mobiliar nicht genügend getan. Seit SendShare hier ist, hat sich die Arbeitsabläufe für mich gewaltig verändert. Ich kann von zu Hause aus arbeiten. Die Kommunikation der Abteilung hat sich verbessert. Die Ablage der Daten hat sich massiv verbessert. Und auch der Wildwuchs von digitalen Daten existiert nicht mehr. Das zentrale Bedürfnis war eigentlich, eine zentrale Plattform zu schaffen, wo wir alle unsere Assets ablegen können, um die dann für einen späteren Verwendungszweck, zum Beispiel im Web-to-Print oder auch in der Redaktionslösung, bereitzustellen. Also zurzeit ist bei uns das MAM in Einsatz und das Web-to-Print. Im MAM werden vor allem Assets gepflegt, wie Bilder, Logos, Porträtbilder unserer gesamten Mitarbeiter. Im Web-to-Print haben die Generalagenturen die Möglichkeit, interaktiv ihre kleinen Inserate zu gestalten und direkt als PDF downzuladen. Die Generalagenturen loggen sich ein, die haben alle ein eigenes Login. In der Navigation aufs Web-to-Print klicken und dort ein neues Dokument erstellen. Sie können sich die Vorlage auswählen. Wir nehmen jetzt ein Hochformat, eine Schadenskizze, vierfarbig. Das Schadenskizzenblatt ist von uns vorgegeben, ebenso der Zettel sowie das Logo. Aber die GEA kann nun ihr eigenes Sujet auf den Hintergrund ziehen. Sie können da zwischen verschiedenen Themen auswählen. Wir nehmen jetzt das Thema Sport. Ebenso können Sie die Adresse ändern und können da den Text abändern. Dann drückt man wieder OK. Die ganze Sache wird neu gerechnet. Wenn alles okay ist und man damit zufrieden ist, kann man dies nur noch als druckfertiges PDF ab SendShare exportieren und die Datei speichern, wo man sie gerne haben möchte. So sieht dann das fertige PDF aus, das auch direkt an die Druckerei weitergeleitet werden kann. Die Lösung hilft uns vor allem in Sachen Geschwindigkeit. Die Generalagenturen sind sehr schnell im Besitz ihrer gewünschten Druckunterlagen. Mit dem SendShare Publishing System hat die Mobiliar eine Lösung, die erst einmal umfassend ist, modular ausbaufähig ist und auch zukunftsgerichtet ist. Und, was ganz wichtig ist, einen starken Partner, der uns sehr gut unterstützt. Für uns war wichtig, dass wir einen Partner auch in der Schweiz haben, dass wir kurze Ansprechzeiten haben, dass wir flexibel sind, dass wir Leute bekommen, dass wir Techniker bekommen, wenn wir es eben brauchen. Das war für uns sehr, sehr wichtig. Und natürlich auch eine Lösung, die im Markt eigentlich etabliert ist. Mein persönliches Fazit zu SendShare ist, ich bin viel schneller, ich habe alles zentral vor Ort. Und was ich persönlich sehr toll finde, ist die Suche, mit der ich alles extrem schnell finde. Nachdem wir nun MAM und Web-to-Print eingeführt haben, ist die Zukunft ganz klar gerichtet Richtung Redaktionssystem. Wir wollen möglichst alle Kommunikationsmittel, alle Broschüren wollen wir via SendShare erstellen und so eigentlich eine transparente Produktion sicherstellen.